Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Hallo und herzlich willkommen. Talent, jüngster Schwergewichtsweltmeister, Knastausraster bis hin zum Vertrieb von Cannabis. Wir besprechen heute Mike. Die Serie auf Disney Plus, die über das Leben von Mike Tyson handelt. Wir, das sind die liebe Britt-Marie. Hallo. Hallo. Und ich, der Sven. Hi. So, fangen wir erstmal so an. Wie stehst du zu Iron Mike? Ich will jetzt nicht sagen, egal, aber ich bin jetzt kein riesiger, begeisterter Mike Tyson Box-Fan. Ich fand's spannend, dass es eine Serie über seine Vita gab und dachte, Mensch, da kannst du mal reingucken. Und ich sag's dir ganz ehrlich, bin dann mehr oder minder unbeabsichtigt hängen geblieben. Also bei mir war's, oder bei mir ist es so, ich habe den Kampf gegen Frank Bruno 89, das war der erste Live Boxkampf, den ich mir angeguckt habe, und dann war ich eigentlich sofort Feuer und Flamme für dieses Monster, vor dem wirklich alle Schiss hatten, und dachte mir, okay, das gefällt mir. Dass er danach natürlich sofort in den Knast ist, war ein bisschen weniger gut, aber er kam ja dann nochmal zurück. Ja, als ich von der Serie gehört habe, ich dachte, die wollten erst einen Film machen, wo aber, glaube ich, Iron Mike auch irgendwo schon geschrieben hatte, dass er da nicht so begeistert war. Was er jetzt von der Serie hält, konnte ich leider nirgendwo nachvollziehen. Ich kann da vielleicht ergänzen, denn es gab tatsächlich große Kritik von Mike Tyson an dieser Serie. Er hat gesagt, er ist unheimlich unzufrieden und eigentlich angepisst, dass sein Leben verfilmt wird, ohne dass er selber mit involviert ist in das Projekt. Und dass er selber an diesem Stoff, sprich an seiner Biografie, arbeitet. Das heißt, er muss irgendwas selber in der Mache haben, produktionstechnisch, ob es eben vielleicht der Film auch war, von dem du gehört hast, oder auch eine Serie oder irgendwas. Auf jeden Fall ist er da selber wohl am Projekt dran. Und die, in Anführungszeichen, die anderen, haben eben diese Serie aus dem Boden gestampft, ohne dass er mit involviert gewesen ist, gefragt worden wäre und so weiter und so fort. Und soweit ich das mitbekommen habe, ich weiß nicht, ob er nur gedroht hat oder es dann auch gemacht hat, aber er hat auf jeden Fall laut von Klage gesprochen. Denn er wollte das eigentlich nicht, er wollte das verhindern. Und ist jetzt ziemlich angepisst, dass es diese Serie gibt, die eben auf seiner Story basiert. Und dann hat er natürlich auch laut geschrien, es stimmt auch alles nicht und nur die Hälfte würde richtig sein und was würden die denn da erzählen und so. Also er war sehr laut und sehr unzufrieden. Ah, okay. Also ich hatte mal gedacht, Jamie Foxx wollte Iron Mike spielen, und ich weiß, es gab auch damals einen Film, der war mit, aber ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, da spielte Tyson Michael J. White. Der ist aber auch schon uralt und war jetzt auch nicht so, glaube ich, der Brüller. Das kann sein. Egal. Dass das eigene Projekt, das er da in der Mache hat, vielleicht auch eins von denen ist, von denen du gehört hattest, und dass jetzt eben diese Serie als Unterbrechung dieser ganzen Geschichte eben auf den Markt kam. Im Grunde greift die ja den Erfolg ab, verfrüht, die sich ja wahrscheinlich ein Mike Tyson mit seinem Projekt erhofft hat. Ja, das stimmt. Wobei ja hinter den Showrunnern für Mike jetzt ja auch nicht irgendjemand sitzt, sondern Stephen Rogers, der ja auch I, Tonya gemacht hat. Mhm. Wir haben den guten Trevante Rhodes als Mike, Harvey Keitel als Castamato, und auch die Produzenten habe ich gesehen, da ist schon viel Namhaftes dabei. Das ist jetzt kein 0815, wir stampfen es mal schnell aus dem Boden. Ja, ich glaube, deswegen war Mike Tyson auch besonders angepisst, dass er nicht mit ins Boot geholt worden ist. Es wäre eigentlich schon besser gewesen, das stimmte. Naja, kannst du uns eine kurze Zusammenfassung geben, um was es denn eigentlich wirklich geht, was uns so erwartet? Ganz kurz gesagt, das Leben von Mike Tyson, Punkt. Ja, wir bekommen einen kleinen Einblick tatsächlich, wie gesagt, in das Leben von Mike Tyson, sowohl private Momente, wie er also aufgewachsen ist, wirklich von seiner Kindheit bis jetzt ins, ich sag mal, hier und jetzt. Es wird natürlich klar,
einen Schwerpunkt gelegt auf seine Boxkarriere. Das ist ja auch das, was ein Boxfan wahrscheinlich an die Serie in erster Linie heranzieht. Man möchte die großen Kämpfe sehen, man möchte eben dieses Beast Mike Tyson sehen. Und ich als Laie muss ja sagen, wenn ich Mike Tyson höre, denke ich nicht an die ganzen tollen Gewinne, die er ja wirklich auch als Sportler gebracht hat, sondern ich denke an den Kampf gegen Evander Holyfield und das abgebissene Ohr, was vielleicht auch ein bisschen ungerecht ist, denn Mike Tyson hat ja noch so viel mehr geschafft, als nur ein Ohr abzubeißen. Und wir kriegen auf jeden Fall genau diese Dinge aus seinem Leben erzählt. Und das tatsächlich, was ich ganz nett fand, mit sehr starkem Kommentar von der Figur Mike Tyson selber, denn es werden im Grunde zwei Handlungsstränge aufgemacht, Flashbacks von seinem Leben und seinen Kämpfen, parallel zu einer Szenerie, wo die Figur Mike Tyson, der Charakter Mike Tyson, sich auf der Bühne befindet und einem Publikum von seinem Leben erzählt. Das heißt, es wird immer gegengeschnitten, Mike Tyson, der Charakter, der einem fiktiven Publikum von seinem Leben erzählt, und die Flashbacks, die wir dann eben als Zuschauer zu sehen bekommen. Also damit hatte ich null gerechnet, ja, dass es als Show aufgezogen ist und er auch mehrfach in, ob jetzt klein, groß oder mittel, halt auch die vierte Wand durchbricht und nicht nur er, sondern auch andere wichtige Momente, sagen wir es mal so, die sich dann zur Kamera drehen und dir dann was entgegenschmettern, was dir genauso wie ein Leberhaken wirklich wehtut. Ja. Und das hat mich so überrascht, auch wie hochwertig das Ganze ist. Mhm. Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet und ich bin auch, obwohl ich halt Tyson-Fan bin, das, als ich das gesehen habe, dachte ich, okay, da hätte ich mir aber tatsächlich in dem Fall den alten Tyson vielleicht auf der Bühne gewünscht, der das Ganze präsentiert hat. Ja, also wir bekommen einen, ich sage jetzt mal Mittelalter, in Anführungszeichen, Mike Tyson, der auf der Bühne steht. Das ist der Mike Tyson, aber es ist schon Mike Tyson, der eigentlich rückwirkend von allen seinen Dingen erzählt. Also eigentlich ist der zu jung für all das, was er da auf der Bühne erzählt, oder? Jein. Also nee, ich weiß nicht, mit dem alten Mike Tyson, ich hätte mir gerne den echten gewünscht. Achso, den echten. Okay, gut, ja. Okay. Ich finde, Rhodes macht seine Sache gut, sieht auch in jungen Jahren Tyson ähnlich, aber je älter er wird, desto unähnlicher wird's. Er meint, die Gestik und Mimik hat er super drauf. Mhm. Aber so manchmal habe ich gedacht, ah, hätte da nicht jemanden haben können, der ein bisschen mehr wie Mike aussieht. Ja. Aber das schmälert dem Spaß auf gar keinen Fall. Was mich auch sehr überrascht hat, ist, wie selbstkritisch die Serie ist. Vermeintlich selbstkritisch. Das ist nämlich auch so ein Aspekt. Ich war wie du sehr positiv überrascht von dieser Handlung auf der Bühne, wo im Grunde ein Mike Tyson, das basiert ja auch auf dem wahren Leben, eine Art Tournee gemacht hat durch ganz USA und eben auch andere Länder, wo er von seinem Leben erzählt hat. Also nur so eine Sprechtour. Das hat man ja manchmal bei Celebrity Stars, auch Sportlern, die dann eben über ihre Erfahrungen und Motivation und so weiter sprechen. Und Mike Tyson hat es im echten Leben ja auch gemacht. Und das ist im Grunde die Szene, die wir ja hier dann auch präsentiert bekommen. Und anhand dieser einen und eines Abends, durch den wir ihn begleiten, eines Abendsprogramms, wo er eben von seinem Leben erzählt, begleiten wir ihn eben ja auch durch sein Leben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mike Tyson im echten Leben so wortgewandt war. Das war das Erste, was ich noch so dachte, denn du sagst es, es ist alles, finde ich, mit sehr viel Witz und Charme geschrieben. Also der bringt es unheimlich gut auf die Bühne und erzählt halt von seinem Leben. Und ja, er ist sehr selbstkritisch, also gerade auch mit seinen frühen Jahren und mit seiner Kriminalität. Denn das ist natürlich so, Mike Tyson war halt mehrfach auch im Gefängnis und auch wegen eben nicht zu kleinen Dingen, also gewalttätige Übergriffe, ich glaube sogar auch Drogen oder also mehrere Dinge, die da zusammenkamen. Und natürlich Vergewaltigung, klar, das ist natürlich das Allerwichtigste. Und solche Dinge. Und eigentlich ja kein positiver Typ. Da kann man sich auch fragen, warum kriegt der eine Serie? Und es ist vermeintlich kritisch. Ich weiß aber nicht, ob da auch ein bisschen einfach gespielt wird mit so einer Vorstellung von, ach, der ist doch eigentlich okay. Also die vorhergegangenen Eskapaden, die man so mitkriegt, da habe ich mir gedacht, wo er dann sagt, ja, nein, ich habe das Geld doch geklaut, hihihi. Okay, da habe ich noch gedacht, ja, okay, hahaha, mitgelächelt. Aber gerade dann, wenn es an die Themen geht, gerade so diese Story mit der Vergewaltigung, ja, da haben sie es wirklich geschafft, in dem Moment eine super bedrückende Atmosphäre aufzubauen, obwohl du nichts siehst. Und am Schluss dieses, wo er sich dann umdreht und in die Kamera guckt und sagt, und, liebt ihr mich immer noch? Ja, das war so großartig, da kann ich dir recht geben, ja, das stimmt. Ich kenne die Story
ich kenne verschiedene, also ich habe verschiedene Blickwinkel gelesen, wo die einen sagen, das war nicht so, die anderen sagen, doch, es war so. Okay, was da wirklich vorgefallen ist, wissen nur die beiden. Ich will da auch jetzt keine Partei für irgendjemanden ergreifen, weil mir das auch überhaupt nicht zusteht. Aber diesen Spruch fand ich wirklich, wo ich da gehockt war und dachte, okay, ja, du Arschloch. Und das auch harmlos ausgedrückt, ja. Ja, ja, ja. Aber das meine ich, da fand ich so, damit hatte ich null gerechnet. Mhm. Ich war mir sowieso schon nicht ganz, ich war wirklich gespannt, um zu gucken, ah ja, wie kriegen sie diesen Bogen hin von dieser leichten, doch schon sehr amüsanten teilweise Unterhaltung bis zu diesem krassen Bruch. Mhm. Und das haben sie wirklich super gemeistert. Also da sind mir andere Biopics, da stößt es mir schon sauer auf, wenn ich denke, ah komm, ja, man könnte doch eher auch mal so, ich weiß, man will seine geliebten Helden nie vom Thron stoßen, aber da könnte man doch einfach auch mal gewisse Sachen mit reinbringen, um die Leute zu sagen, ja, es ist ein sehr kontroverser Charakter. Und das haben sie hier, finde ich, ganz gut hingekriegt. Fandst du denn als Boxfan auch, weil das ist ja auch das, was dich offensichtlich wirklich als erstes auch an diese Serie herangezogen hat, fandst du als Boxfan, dass die Kämpfe bzw. die Stationen, die du von ihm gesehen hast, in dieser Bio-Serie, in dieser biografischen Serie, tatsächlich die waren, die du sehen wolltest? Und wie fandest du sie inszeniert? Also die sind sehr gut inszeniert. Man sieht leider relativ wenig. Ich hätte mir auf der einen Seite schon ein bisschen mehr gewünscht. Also mehr Blut. Nee, mir ging es nicht um mehr Blut, sondern ich dachte nur, ach Gott, ja, dann zeigt man jetzt mal einen Kampf, weil die Kämpfe gingen ja tatsächlich bis auf wenige, nicht länger als eine Runde. Ja. Und da dachte ich, naja, gut, okay, da hätte man vielleicht so ein paar Sachen noch ein bisschen ausführlicher zeigen können. Vielleicht ein, zwei Kämpfe, gerade so die Frank Brunos, das wäre aber nur für mich als Nostalgiebonus gewesen. Naja gut, aber du, ich sehe dich jetzt einfach mal als Stellvertreter des klassischen Mike Tyson Boxfans. Dann wird es den anderen ähnlich gehen. Ja, aber es stört nicht. Es stört nicht, weil die Folgen sowieso relativ kurz und knackig sind. Und dann hast du mal ein, zwei Kämpfe eingestreut, wo es dann heißt, wieder hier, zack, gewonnen. Und du siehst dann halt einen kurzen Schlagabtausch und das war's dann auch. Das hat mir auch gereicht, muss ich sagen. Also, wenn ich die Kämpfe sehen will, gucke ich mir sie nochmal an. Mhm. Aber für die Serie weiß ich nicht, ob es, wenn man da noch einen Boxkampf gezeigt hätte, und zwar in voller Länge, ob das nicht tatsächlich in der Story und den Erzählfluss wirklich ausgebremst hätte. Mhm. Ich glaube, es hätte nicht zum Konzept gepasst. Also wir haben ja jetzt einige sehr positive Aspekte rausgearbeitet, was diese biografische Serie auch angeht. Gab es denn auch Kritikpunkte? Gab es Dinge, wo du gesagt hast, nee, das hat mir gar nicht gefallen, außer eben der Tatsache, dass wir vielleicht einen echten Mike Tyson als Erzähler gerne in der Serie gehabt hätten? Nee, tatsächlich gar nicht. Ich wurde von vorne bis hinten kurz und knackig gut unterhalten. Ich meine, sogar meine Frau hat mitgeguckt und die interessiert es im Schwein. Ah. Siehst du, ich glaube, ich bin nämlich auch eher das Publikum deine Frau, weil auch ich eigentlich weniger großer Boxfan bin. Ja, in den 90ern, wo es in war, ja, wo alle irgendwie Boxen geguckt haben, da habe ich auch Boxen geguckt. Aber ich bin jetzt eigentlich kein großer Boxfan. Ich bin tatsächlich mehr oder minder zufällig bei der Serie gelandet und dass ich dann da kleben geblieben bin. Das sagt für mich eigentlich schon alles aus, denn damit hätte ich selber auch nicht gerechnet. Und das hing tatsächlich daran, dass ich finde, das ist einfach sehr charmant und du sagst selbstkritisch, ja auch selbstkritisch, geschrieben war. Und ich finde ja tatsächlich, die Serie steht und fällt mit Trevante Rhodes als Mike Tyson. Also ohne ihn, finde ich, hätte das einfach gar nicht funktioniert. Es sind auch noch andere sehr gute Schauspieler dabei. Du hast ja schon einige genannt. Zum Beispiel auch Russell Hornsby als Don King fand ich auch sehr gut. Was ich vielleicht ein bisschen seltsam fand, gar nicht mal kritikwürdig, aber doch seltsam. Du hast gesagt, kurz und knackig und das war auch positiv, das hat hier funktioniert. Aber ich war ein bisschen überrascht, dass die Folgen so wahnsinnig kurz waren. Wir haben 8 Folgen bekommen insgesamt, aber die hatten durchaus auch nur 20 Minuten. Das stimmt. Das fand ich ein bisschen überraschend. Also ich wäre auch ehrlich gesagt, hätte ich jetzt dafür, also gut, ich bezahle ja für den Streamingdienst, also habe ich dafür bezahlt. Ich wollte gerade sagen, hätte ich dafür bezahlt, habe ich ja dann eigentlich auch, aber hätte ich also noch mehr dafür bezahlt quasi und nicht sowieso den Streamingdienst aus anderen Gründen, also hätte ich jetzt nur für Mike Tyson das bezahlt, dann wäre ich ein bisschen angepisst gewesen. Ich finde 20 Minuten schon super wenig, wenn du überlegst, dass da ja auch noch ein Abspann und ein Vorspann mit dazu kommt. Ich war überrascht, ich dachte, das ist ein Fehler, aber als ich mir die ersten Folgen angeguckt habe, dachte ich, ah gut, das ist was, das kannst du tatsächlich, wenn du Zeit hast, zack, an einem Abend reinziehen. Ja. Ja, ich weiß halt, zwischendrin habe ich noch gedacht, oh, man hätte vielleicht noch ein paar andere Stationen mit einbauen können, aber ja, da ist halt, ich glaube, da hätte das Konzept der Show, so wie es da funktioniert, nicht funktioniert. Also ein Kritikpunkt ist zum Beispiel, als ja auch mehrere seiner Freunde erschossen
erschossen werden, ja. da hält sich die Serie nett mit auf. Du weißt, er sagt, ich habe ihn das letzte Mal an diesem Tag gesehen. Er hat mir den Rat gegeben, ich habe die Hosen hochgezogen und bin wieder zurück an die Arbeit. Und 3-4 Tage später ist er erschossen worden. Oder am Anfang auch der Freund aus seiner Kindheit, der erschossen wird. Da wird relativ wenig drauf eingegangen. Du kriegst es präsentiert, du denkst, Schluck, aber dann geht's auch sofort weiter und Rassismus haben sie halt auch nicht so wirklich thematisiert, wobei ich es da auch nicht so, ja, ich hab's auf der einen Seite habe ich es ein bisschen vermisst, wo ich gedacht habe, hätte da, aber dann dachte ich, nee, das Konzept der Serie ist kurz und knackig und ist gut so und ich würde auch tatsächlich nichts dran ändern als Tyson-Fan oder so, wenn man dann sagt, ich will aber eigentlich mehr, die könnten ein bisschen enttäuscht sein, ja. Ja, und das könnte vielleicht auch eine kleine Kritik sein, dass man eben sagt, ja, es ist ein unzuverlässiger Erzähler, der uns hier präsentiert wird. Ja, Mike Tyson oder der Charakter Mike Tyson, dem wir hier begegnen, mag in vielerlei Hinsicht kritisch sein, was sein Leben angeht, aber es ist und bleibt ein unzuverlässiger Erzähler, der das erzählt, was er möchte, der seinen Eindruck erzählt. Wir bekommen hier kein objektives Biopic über Mike Tyson präsentiert. Das definitiv nicht. Und das muss einem auch bewusst sein, wenn man sich die Serie anschaut. Also da kommt es auch ein bisschen drauf an, mit was für Erwartungen man hier rangeht. Ich sage jetzt ja, das Ganze ist natürlich eine biografisch angelegte Serie und es ist aber trotzdem immer noch Fiktion. Und das muss einem bewusst sein. Das ist so ein bisschen wie mit auch The Crown, die Diskussion hatte ich auch jetzt schon öfter mal. Wissen wir, ob es genau so gelaufen ist? Nein. Aber wenn diese Szenen, die uns präsentiert werden, das richtige Gefühl transportieren für die Figur, dann funktioniert es für mich. Und bei Mike Tyson ist es genauso. Und das stört mich persönlich als Zuschauer nicht, der mit keinen so hohen Erwartungen rangegangen ist. Im Gegenteil, ich war extrem gut unterhalten, also überraschend gut unterhalten und sehr, sehr kurzweilig, aber das mag halt wirklich ein Hardcore-Mike Tyson-Sportfan bitter aufstoßen. Ja, das kann schon sein. Ja, und damit habe ich im Grunde schon meine Zusammenfassung gegeben. Wollte ich gar nicht, habe ich jetzt aber schon. Macht ja nichts. Also wie gesagt, ich bin und war immer noch begeistert. Das ist was, das kann man schön gucken. Man fühlt sich nicht ganz so mies, bis auf ein, zwei Sachen. Und ja, du hast schon recht, dass da schon ein gewisses Selbstbild transportiert wird. Aber wer sich mit der Figur mehr auseinandersetzt, ja, da kommen halt auch nochmal Facetten, auch gerade so dieses manisch-depressive und auch dieser psychologische Aspekt, dass er ja im Endeffekt nur jemanden sucht, an dem er sich festhalten kann. Den er lieben kann, der ihn liebt. Nicht so wie seine Mutter, die ja auch, und das auch in mehreren Büchern, wo ich gelesen habe, genauso dargestellt wird. Ist natürlich auch eine arme Frau, die in dem Moment nicht wusste, was und wie an Geld kommen und die Kinder durchfüttern und versuchen, aus wenigstens vielleicht aus Zweien was zu machen. Ja, da sind wirklich so ein paar, ja, da gebe ich ja schon recht, da sind schon so ein paar Sachen dabei, die halt eher zu seinen Gunsten ausgelegt werden. Das stimmt schon, ja. Gut, aber grundsätzlich, finde ich, kann man sagen, wir haben es ja beide schon gesagt, wir waren beide erstaunlich, überraschend erstaunlich und gut und kurzweilig unterhalten. Und selbst Leute, jetzt haben wir hier zwei beide Seiten sitzen hier im Gespräch, selbst Leute, die vielleicht keine so riesigen Boxfans sind oder Mike Tyson-Fans oder sich eben nicht so auskennen oder auch repräsentativ eben deine Frau jetzt dafür, die können die Serie mit gutem Vergnügen schauen und Leute, die halt große Fans sind, genauso. Also im Grunde können wir sagen, für alle was, oder? Richtig, ja. Ja, wunderbar. Dann sind wir durch, oder? Ja, würde ich auch sagen. Sehr gut. Dann viel Spaß beim Schauen. Genau. Wünschen wir euch viel Spaß. Dann sage ich erstmal ciao. Bis zum nächsten Mal. Und dann darfst du. 6, 7, 8, 9, 10. Time up! Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.